Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Wer noch ein bisschen aufgeregt ist von dem gestrigen Kurssturz, der kann mal das Hintergrundbild genießen, noch ein bisschen zur Ruhe kommen. Es gab ja auch den einen oder anderen aufgeregten Kommentar zu der gestrigen Situation. Ich selbst habe es nicht als so schlimm empfunden, obwohl ich hole mal das Bild, das habe ich auch gestern auch auf Facebook gepostet. Das hier ist mal ein Auszug aus meinem Linksdepot. Da war ich hier 10.700 Euro in den Miesen. Innerhalb eines Tages war nochmal 12.000 Euro und ich habe dann unten drunter gepostet, ein Tag wie jeder andere, so what. Mit der Zeit, das könnt ihr mir glauben, gewöhnt man sich auch an die ein oder andere Kurskapriole und man sollte nicht vergessen, dass das Jahr bisher wirklich super gelaufen ist. Ich werde dann auch noch ein bisschen drauf eingehen, auf den gestrigen Tag und was das mit unserem Starterdepot gemacht hat und wie ich diesen größeren Verlauf sehe. Wichtiger aber ist natürlich das Langfristige. Und wir hatten die letzte Abstimmung gehabt im vorletzten Video. Im letzten Video habe ich ja den Crash schon leicht angedeutet gehabt, obwohl das noch nicht da war. Das ist das Cover gewesen vom letzten Video. Und im vorletzten Video habt ihr ja abgestimmt, dass ihr Facebook und Co. wollt im Starterdepot, dass wir also auch eine Tech-Aktie ins Starterdepot über einen Sparplan holen dürfen, die keine Dividende ausschüttet. Wir werden also jetzt Facebook, Apple haben wir schon, Amazon und Alphabet, also Google, uns anschauen und die werde ich vorstellen und die dann zur Abstimmung freigeben. Einer von den dreien, der wird es dann ins Starterdepot schaffen. Gucken wir uns mal an, was gestern dann noch so passiert ist, beziehungsweise wie unser Starterdepot momentan aussieht. Wir haben ja die meisten Aktien ins Starterdepot geholt, jetzt einmalig über eine einzige Sparplanausführung zum 1. August. Ich jedenfalls. Pünktlich zum Handelsverlauf am 1. August haben dann die Kurse nachgegeben. Am 2. August, war es am 2. August? Nee, muss am 5. August gewesen sein. Oder zwischen dem Wochenende. Hat es dann so gerabbelt im Karton. Und hier sehen wir die Performance unserer Aktien, die wir haben. Auf eine Woche bezogen. Das sieht man natürlich hier alles tiefrot. Und auch auf einen Monat ist es tiefrot. Aber je weiter wir hier dann in die Vergangenheit gehen, umso grüner wird das Ganze. Und ich gebe es zu, ist natürlich erstmal psychologisch ein bisschen doof, wenn man eine Aktie kauft und dann bricht sie mehr oder weniger stark ein. Aber so kann es halt laufen. Und ich habe im letzten Video ja auch, und da hier ist das Slide, nochmal das Ganze hier ein bisschen vorgegriffen auf einen möglichen Kurssturz oder sogar Crash und habe gesagt, und dabei bleibe ich auch, mir wäre es lieber, wir kaufen die Aktien billig ein, als dass wir und haben wir hier auch mal. Mehr oder weniger lauten Knall, als dass wir die ganze Zeit auf einem extrem hohen Kursniveau vor uns ja, ein extrem hohes Kursniveau haben und wir dann die ganze Zeit eben zu hohen Preisen kaufen müssen. Relativ kleine Stückelung, weil wir ja beim festen Betrag sind und da hätte ich doch lieber hier beim festen Betrag etwas mehr Bruchstücke gekauft zu günstigeren Kursen, weil am Ende aller Tage ist es ja das gleiche Unternehmen, an dem wir uns beteiligen. Und das ist ja das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir gute Aktien haben. Und ich denke, wir haben doch recht solide Dividendenzahler. Momentan sind es alles Dividendenzahler hier, für die wir uns entschieden haben. Zum einen und dann eben, dass wir uns nicht verrückt nervös machen lassen, wenn die Kurse halt mal nach unten gehen. Und wie gesagt, ich gebe es zu. Wer jetzt hier reinguckt auf die G&V, dann die Prozente sich anschaut. Da sind wir jetzt eben in den Miesen und es ist keine schöne Erfahrung, eine Aktie zu kaufen und dann gleich fast 10% in den Miesen zu sein. Aber sowas kann halt passieren. Und wenn man sich die absoluten Beträge anguckt momentan, das sind im jetzigen Kursverlust von 16,57 €. Ich glaube, das haut jetzt keinen wirklich um oder macht keinen arm. Und langfristig, da bin ich doch sehr optimistisch gestimmt, wird das Ganze ja besser laufen und wir werden jetzt dann unseren Einstandskurs nach und nach, falls die Kurse schwach bleiben sollen, ja verbilligen. Vielleicht noch ein Wort zu einigen Vorschlägen. Ich finde ja immer toll, dass ihr euch so rege dran beteiligt an dem Starterdepot. Es gab beispielsweise dann auch den Vorschlag, ob wir jetzt nicht, um von günstigeren Kursen zu profitieren, weil ein bisschen Cash haben wir ja auf der hohen Kante, zum Beispiel die Sparpläne auch nochmal am 15. ausführen lassen. Das kann natürlich jeder gerne machen, wie er möchte. Falls ihr jetzt die Sparpläne alle zum 1. August eingestellt habt, so wie ich, dann könnte man die natürlich jetzt auch am 15. nochmal ausführen lassen. Also für mich, also ich mache es nicht, für mich ist das Mikromanagement
Und da wäre mir schon meine Zeit zu schade, hier die ganzen TAN-Bestätigungen immer durchzuführen im Rahmen dieser Sparplanänderung und dann das Ganze wieder zurückzumachen auf den 1. August. Also ich persönlich, ich lasse es einfach weiterlaufen. Ich habe einen Zeithorizont hier, ich habe nicht umsonst reingeschrieben, Altersvorsorge, Kategorie Sparplan. Ich habe einen Zeithorizont hier von mehr 10 Jahren und mehr. Und ich werde da jetzt nicht rummachen wegen ein paar Euro und ins Mikromanagement verfallen. Ich glaube auch, das ist eigentlich nicht der richtige Ansatz, weil das ist eben ein sehr kurzfristig gedachter Ansatz ist. Und ich möchte, dass wir hier wirklich eine längerfristige Brille aufhaben. Kurz der Disclaimer, der wäre hier. Mit Aktien kann man Geld verlieren. Habt ihr das auch alle gesehen hier? Ja, Buchverluste. Mit Aktien kann man Geld verlieren. Also die können auch mal nach unten gehen, insbesondere kurzfristig die Kurse. Ich habe keine Glaskugel, obwohl ich ja hier den Crash quasi zum Motto erklärt habe, kurz bevor der größere Kurssturz kam. Und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Ich liefere nur Inspiration und im besten Fall noch ein bisschen Wissen. So, dann aber mal zur eigentlichen Geschichte, nämlich mal, wir suchen uns jetzt die nächste Aktie aus für den Sparplan. Das, wie gesagt, ist das Starterdepot und ich habe schon einen anderen Merkzettel gemacht. Und das ist Technologie ohne Dividende. So, und dann holen wir uns den kleinen Merkzettel. Und das sehen wir hier schon, unsere drei Aktien mit einem Ranking von 0. Warum? Weil sie keine Dividende bezahlen. Und wenn man ein dividendenbasiertes Ranking hat und da wird keine Dividende ausgeschüttet, dann ist es schlecht fürs Ranking. Deshalb würde ich sagen, gehen wir zum Beispiel mal auf ein Ranking des operativen Cashflows. So, und da sieht es doch dann gleich ganz anders aus. Das heißt, wir haben hier schön starkes Wachstum basierend auf dem operativen Cashflow, also auf der Kohle, die tatsächlich ins Unternehmen fließt. Ja, da würde ich sagen, wir fangen vielleicht mal an mit Facebook und ich lege mir meinen kleinen Spickzettel zurecht hier. Bei Facebook, da habe ich schon mehrere Videos drüber gedreht, holen wir die erstmal in den Aktienfinder rein. Und dann schauen wir mal uns Facebook an. Und was ich hier ganz gerne mache, ist die Entwicklung auf Umsatzebene mir anzuschauen. Also den kompletten Umsatz auf Unternehmensebene so rum und mir dann die Margen anzugucken. Dies sind quasi die grundlegenden Zutaten für den ganzen Rest, also für die Gewinnentwicklung, für die Entwicklung der operativen Cashflows. Am Ende natürlich auch, was ausgeschüttet werden kann, falls das Unternehmen ausschüttet. Man sieht, dass man hier bei Facebook eine sehr schöne Umsatzsteigerung hat. Hier nicht irritieren lassen davon, dass die Umsätze, das Umsatzwachstum hier mal so ein bisschen nachzulassen scheint. Das ist auch dem Umstand geschuldet, dass wir hier immer bei einem Eintrag ist quasi ein Geschäftsjahr hier und hier haben wir natürlich noch zwischendrin den aktuellen Stand, also der 30.06. Die Daten sind alle schon komplett neu. Also hier ist schon das zweite Quartal eingearbeitet in den Zahlen. Und da sieht es immer so aus, als ob wir hier ein schwächeres Wachstum hätten. Was interessant ist, meines Erachtens, das ist, wir haben vom Umsatz, das ist in Ordnung, aber wir haben hier bei den Margen eine interessante Entwicklung. Wir haben hier so eine kleine Wellenform und wir haben hier Margen in 2017 gehabt von knapp 50%, also das ist dann nach oben gegangen und seitdem geht es wieder nach unten. Momentan haben wir Margen, operative Margen von irgendwo um die 35% knapp. Und das hat natürlich, was ist natürlich, also für mich natürlich, weil ich schon mehrere Videos gemacht habe zu Facebook, das hat mit den Datenskandalen zu tun, mit dem politischen Druck. Und Facebook investiert massiv in Datensicherheit und stellt auch sehr viele neue Leute ein. Und das drückt natürlich auf die Marge. Und wir werden uns das Ganze jetzt auch mal ein bisschen im Detail anschauen. Ich habe hier einiges gemacht bezüglich Facebook. Und da kriegen wir, denke ich, einen ganz guten Eindruck, wie es um Facebook bestellt ist. Facebook, ganz wichtig, also Facebook besteht ja im Prinzip, oder die haben ja mehrere Softwareplattformen. Die haben Facebook, Instagram, was haben sie noch? Lass mich mal spiegeln, Leute. WhatsApp natürlich, ganz klar. Meine Frau hat ein neues Handy bekommen. Das erste, was wir machen mussten, war WhatsApp umzuziehen. Das war das Wichtigste überhaupt. Wir haben es geschafft. Ich selbst habe ja noch ein gammeliges altes Windows Phone, deshalb wusste ich nicht so auf Anhieb, wie es geht. Aber wir haben es nie gekriegt, aber es war ganz, ganz wichtig.
Nichtsdestotrotz, noch wichtiger, was den Umsatz angeht, ist Facebook selbst mit Abstand der wichtigste Umsatzbringer. Also Facebook ist ja genauso wie Alphabet, jemand, der von Werbung lebt, die so gut wie ausschließlich. Und die meiste Werbung wird eben geschaltet auf Facebook, und zwar da in diesen, in der Mitte da, wie heißt denn das? Im Newsfeed. Und ein bisschen Werbung machen sie auch auf Instagram mittlerweile, und WhatsApp wird meines Wissens so gut wie noch gar nicht kommerzialisiert, und die meiste Kohle kommt halt über Facebook rein. Und hier wird dann reportet bezüglich Facebook, wie hoch stark das Wachstum ist der Benutzer, der täglich aktiven Benutzer und der monatlich aktiven Benutzer. Dann habe ich immer so schöne Charts gebastelt, die eben ein bisschen länger nach hinten gehen als in den Reports von Facebook selbst. Und das Wichtigste ist halt Daily Active Users, und da gibt es eine Trendlinie, und ihr seht, dass die Trendlinie, die zeigt doch ganz klar in die Richtung, nämlich nach unten. Das heißt, das Wachstum von Quartal zu Quartal der täglich aktiven Benutzer, das nimmt einfach ab. Und momentan sind wir bei unter 2% Wachstum. Bei den monatlich aktiven Benutzern, das sieht es im Prinzip genauso aus. Da geht es auch nach unten. Das heißt, das Wachstum lässt einfach nach, wenn man auf die Anzahl der Benutzer geht. Gucken wir uns mal den Umsatz an, das Umsatzwachstum. Da habe ich das mal hier gemacht. In Blau mal wieder die absoluten Zahlen. Und dann haben wir hier gleitenden Durchschnitt. Jetzt aber hier vier Perioden, das heißt vier Quartale ineinander, habe ich mich damals dafür entschieden. Man sieht immer, das geht so hoch und runter. Man sieht also, dass es ein saisonales Geschäft ist. Klar, zum Weihnachtsquartal, da wird mehr Werbung geschaltet, und im ersten Quartal, da flacht es dann immer ab. Das erste Quartal ist immer das hier da unten, und das vierte Quartal ist immer quasi der Peak, der dann nach oben geht. Und man sieht, dass das Wachstum tendenziell auch leicht abnimmt. Nichtsdestotrotz ist es immer noch nicht schlecht, wenn man hier, haben wir jetzt hier, Moment, lass mich mal gucken, Leute. Wir haben ja hier immer noch ein relativ hohes Umsatzwachstum. Wenn man sich diese Peak-Quartale anschaut, dann liegen die ja bei über 20%. Und das ist natürlich massiv. Das wäre ja überhaupt nicht zu erwarten. Gehen wir nochmal so hier zu den DAUs, den Daily Active Users, nicht den dümmsten anzunehmenden User. Wenn wir hier sehen, dass wir hier wirklich ein Wachstum haben auf Benutzerbasis, das wirklich niedrig geworden ist, hier bei 2%. Und das ist ja das Entscheidende, wenn wir von Werbung reden, nicht die Leute, die einmal im Monat oder relativ selten kommen, sondern die Hardcore-User, die da relativ oft sich auf der Plattform Facebook hier bewegen. Also ist das Entscheidende. Und dann haben wir trotzdem noch ein Umsatzwachstum von, wie gesagt, hier über 20% in den starken Quartalen, und im letzten Quartal war es auch über 10%. Dann ist es natürlich schon ordentlich. Das heißt, die Leute werden halt ordentlich gemolken von Facebook. Da kommt halt immer, fließt quasi immer mehr Milch raus. Und dann sehen wir hier noch die operativen Margen, was ich schon angesprochen hatte, eben auch etwas feiner aggregiert auf Quartalsebene. Hier habe ich mal richtig mal Mühe gegeben, damit das schön aussieht, der Chart. Und da sehen wir eben im Prinzip das Gleiche, was wir auch schon im Aktienfinder gesehen haben. Hier sind zwei Wellen, Welle 1, und hier ist Welle 2, und die flacht jetzt eben ab. Und da sehen wir dann einfach, dass es, ja, dass die Kosten eben auf die Marge drücken hier. Und hier haben wir mal ein schönes Umsatzwachstum drin. Das könnt ihr euch ja alles nochmal schön anschauen. Da könnt ihr auch das Video jederzeit stoppen, wenn ihr wollt. Das Big Picture ist allerdings das hier. Und da haben wir jetzt die Umsätze quasi abgefrühstückt und die Margen, und könnt dann ja hier auf die Pro-Aktie-Kennzahlen gehen. Und da sehen wir hier eben da eine gewisse Stagnation. Die ist eben dem Umstand geschuldet, dass die Margen jetzt so stark nach unten gegangen sind. Die sind ja jetzt schon bei ungefähr 34% hier. Und das ist, und das habe ich auch hier mal irgendwann mir notiert. Wo habe ich es? Hier. Diese 35%, das sind auch die langfristigen Margen, die Facebook mal irgendwann selbst geäußert hat, dass sie glaubt, dass sie dahin kommen, weil sie eben schon vorhergesehen haben, dass sie massiv investieren müssen in Datensicherheit, in, wenn man so will, auch Posting-Sicherheit, damit hier keine Fake News betrieben werden, wie immer man dazu auch persönlich stehen mag, auf welcher Seite was jetzt Fake News sind, und beziehungsweise wer die Fake News veröffentlicht und wer nicht.
Die sozialen Medien sind ja eher ein Kanal, wo ich sage jetzt mal, ich sage einfach nur möglichst neutral ausgedrückt, anders berichtet wird mit einer anderen Brille als bei den Mainstream-Medien. Naja, aber gehen wir mal wieder weg von diesem politischen. Also wir sehen, dass momentan eben das Ganze dazu geführt hat, dass das Gewinnwachstum, was wir in den Vorjahren hatten, doch nachgelassen hat. Und es hat sich dann auch so natürlich auf den Aktienkurs ausgewirkt. Das machen wir mal weg. Dann sieht man auch, dass wir hier da so eine momentane Seitwärtsbewegung haben. Das ist so mit einer relativ großen Volatilität nach oben und nach unten, aber im Großen und Ganzen läuft der Kurs mehr oder weniger seitwärts. Gehen wir mal kurz in die Vollanalyse rein. Und da sieht man einfach, dass Facebook eine wahnsinnige Cash-Cow ist. Wir ändern mal das Layout und dann sehen wir hier die Tilgungskraft, also was quasi über den Cash tatsächlich reinkommt, nach allen Investitionen, beziehungsweise drin bleibt. Und wenn wir uns hier die Schulden angucken, dann sehen wir, dass bis vor kurzem, bis zum letzten Ende des letzten Geschäftsjahres, innerhalb eines Jahres so viel Cash in die Firma geflossen ist, dass die hätten alle Schulden bedienen können. Dieser Sprung nach oben, ich habe nicht explizit nachgeguckt, aber das könnte wieder diese Bilanzänderung sein, wie ich es zum letzten Mal im Fielmann-Video, der Analyse zu Fielmann thematisiert habe, dass man als Leasingnehmer jetzt seine Leasingverbindlichkeiten bilanzieren muss und auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch das Ganze dem Vermögen hinzuzählen muss. Könnte das sein? Ich halte es nicht für wesentlich, weil Facebook einfach kein Problem hat mit Schulden, deshalb habe ich mich da nicht reingekniet. Wichtiger ist bei Facebook, dass die Cash-Cow am Laufen bleibt. Das ist also dieser Newsfeed und momentan auch Instagram und dann, dass möglichst was Neues rauskommt, was man melden kann. Insbesondere denke ich dann natürlich an WhatsApp, weil es ja schon wahnsinnig verbreitet ist, also nicht nur bei meiner Frau. Und in Facebook selbst, da gibt es ja dann gewisse Plattformen noch auch, also diese Marketplace, so eine Art eBay-Verschnitt, wo man noch verdienen kann, so eine Dating-Plattform, eine Jobs-Plattform. Das alles, gut, auf der einen Seite, ich glaube, das werden keine Wunder-Cash-Cow-Maschinen sein, aber man wird es dort dennoch versuchen, auch da noch was rauszuholen oder im Newsfeed sind ja auch diese Stories eingebunden, die man ja auch monetarisieren kann. Und in den ganzen Earning-Calls werden dann immer irgendwelche tollen Kampagnen dann präsentiert, die ja auch dann Früchte getragen haben. Naja, aber ich denke, bei WhatsApp, da hoffe ich, dass wir dann noch was sehen können. Und insofern glaube ich schon, dass dann noch was gehen könnte bei Facebook. Obwohl das Wachstum auf der Benutzer selbst bei Facebook ja relativ bescheiden ist. Aber sie werden halt gut gemolken und ich bin auch relativ gute Dinge, dass da noch die ein oder andere Euter quasi wächst für Facebook. Dann gucken wir uns mal die Bewertung an bei Facebook und dann nehmen wir den operativen Cashflow, weil der zuverlässiger ist als der Gewinn. Wir sehen, dass der Gewinn, der war relativ niedrig und ist dann sehr stark angesprungen und da ist er stagniert er wieder und dann zieht er wieder an. Das ist sehr unregelmäßig. Und deshalb kann man hier, wenn man den fairen Wert basierend auf dem Cashflow hier macht, dann kriegt man hier auch so ziemliche Ausreißer. Das ist einfach nicht repräsentativ. Der operative Cashflow, der ist schon etwas zuverlässiger und der schmiegt sich auch enger an den Kurs, deshalb kann man den eher nehmen. Wir haben basierend auf den geschätzten operativen Cashflow des aktuellen Geschäftsjahres, wären wir bei 18,5. Und wir sehen, dass der in der Vergangenheit eher höher war, da war er bei 25, 25,5, dann hier noch bei über 20, knapp 20, dann ging er nach unten. Er war also in der Vergangenheit höher. Und wenn wir dann Vergangenheit und Gegenwart miteinander vergleichen, dann kommen wir hier auf eine Unterbewertung theoretisch von Facebook. Hat was natürlich auch damit zu tun hat, dass Facebook jetzt etwas langsamer den operativen Cashflow steigert. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn wir hier den Einbruch berücksichtigen beim operativen Cashflow, der angekündigt ist, laut Analysten, dann wäre Facebook immer noch leicht unterbewertet, weil Facebook da immer noch knapp 200 US-Dollar wert wäre und wir einen aktuellen Kurs haben von ungefähr 182 US-Dollar und dann sollte der operative Cashflow wieder anziehen. Und basierend auf den historischen Multiples hier von 19,6 wäre dann die Aktie also sehr deutlich unterbewertet. Ja,
So viel also mal zu Facebook. Gucken wir uns als nächstes an. Was habe ich hier? Alphabet habe ich mir hier aufgeschrieben. Also die hier. Alphabet ist ja wie Facebook auch eine reine Werbeveranstaltung, sage ich jetzt mal. Soll nicht abwertend klingen. Insbesondere dann nicht, wenn wir uns hier die Umsatzentwicklung angucken. Da sieht man ja, dass die also wirklich sehr schön anziehen. Hat schon eine längere Historie. Fundamentale Historie als Facebook. Facebook ist ja noch ein relativ junges Unternehmen, auch an der Börse noch nicht so lange gelistet. Facebook ist schon hier deutlich älter. Alphabet ist hier deutlich älter. Was wir auch sehen, analog zu Facebook, das sind hier langfristig sinkende Margen. Alphabet, die bestehen, also die verdienen ihr komplettes Geld nur mit Werbung. Und die haben auch im Prinzip nur dieses eine Segment, was wirklich Früchte trägt oder schon Früchte getragen hat. Die haben noch ein Segment, das heißt Avabets. Da ist quasi so die experimentelle Baustelle, wo aber im Prinzip Geld versenkt wird und kein Geld verdient wird. Die Plattformen bei Alphabet Properties genannt, die diese Werbung ausspielen, das ist natürlich zum einen die Google-Suche. Das ist YouTube, wo du gerade unterwegs bist. Das kann Gmail sein. Das kann AdWords sein. AdWords erlaubt es Webseitenbetreibern, Werbung einzublenden und dann damit ein bisschen Geld zu verdienen. Und davon zwackt natürlich Google auch etwas ab, damit sie auch Geld verdienen. Also das sind also die unterschiedlichen Kanäle, auf denen Werbung ausgestrahlt wird. Ich glaube, gibt es da noch bestimmt den Google Store und noch andere Sachen, aber ich glaube, das müssten so die ganzen sein. Und wie gesagt, alles andere ist unter ferner liefen. Und das läuft an sich ganz gut nach wie vor. Also ich habe mir das angeschaut, die Umsätze steigen nach wie vor ziemlich deutlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, diese Cost per Klick, der geht tendenziell nach unten. Und Alphabet steht auch in Konkurrenz natürlich zu Facebook, die ja auch eine Werbemaschine sind, zunehmend aber auch zu Amazon, weil viele Leute, die insbesondere in der Produktsuche ins Internet gehen, die gehen jetzt nicht mehr, oder die suchen nicht mehr allgemein im Internet, die gehen direkt zu Amazon. Das heißt, dann kann natürlich Google keine Werbung mehr in den Suchergebnissen einblenden, wenn nicht auf Google gesucht wird. Zum einen und Amazon selbst blendet ja jetzt auch Werbung ein, aber das kommt vielleicht später, wenn wir zu Amazon gehen. Insofern steht hier Alphabet schon in direkter Konkurrenz zu Facebook und Amazon. Was das Cloud-Geschäft angeht, das wird übrigens auch in dem einen Segment berichtet, obwohl das ja keine Umsatzerlöse durch Werbung sind. Da steht Google auch direkt in Konkurrenz zu Amazon Web Services und Amazon Web Services ist da ganz klar vorne. Gucken wir uns mal die Vollanalyse an. Was sehen wir dann noch? Ja, das sehen wir eben auch, das analog zu Facebook und sicherlich auch Amazon. Das gucken wir bei uns aber noch an. Alphabet keine Geldprobleme hat oder keine Schuldenprobleme hat. Das sieht man dann. Hier, jetzt sieht man das schön nochmal in Relation zueinander. Hier die ganze Kohle, die da reinfließt. Wie viel Geld machen Sie denn auf die letzten 12 Quartale? Haben Sie einen Cashflow von 27,4 Milliarden US-Dollar. Und man sieht, dass das Ganze ja auch noch tendenziell steigt. Jetzt nicht mehr ganz so stark in den letzten Jahren, aber tendenziell geht es immer noch nach oben. Aktienrückkäufe gibt es übrigens keine hier, ne? So, gucken wir uns mal die Bewertung an. Und hier kann man sowohl, weil, gehen wir mal kurz nach oben, was hier schön ist, das ist die bilanzierten Gewinne und der operative Cashflow. Die verlaufen doch relativ gleichmäßig und nicht so ruckelig wie bei Facebook. Und da kann man dann beide schön in die Bewertung reinziehen. Was haben wir denn hier momentan für KGV und KCV? KCV von Anführungszeichen nur 16, so relativ günstig eigentlich. Also günstig, niedriger, sage ich mal so, wie bei Facebook. Und ein KGV von 23. Und wenn wir uns das Ganze mal hier ein bisschen näher betrachten,
in der Fernbewertung, dann sehen wir, dass wir eine Aktie haben momentan, die ist nicht ganz billig, ich gebe es zu, 1.152 US-Dollar, aber sie ist irgendwo in der Fernbewertung drin oder nahe der Fernbewertung, wenn wir eben die historischen 10-Jahres-Multiples als Maßstab nehmen. Und zum Ende des Geschäftsjahres hätten wir hier dann tatsächlich schon eine leichte Unterbewertung, basierend auf dem Gewinn wenigstens. Ja, basierend auf dem Gewinn, auf dem operativen Cashflow noch etwas deutlicher. Und dann natürlich, wenn wir immer weiter in die theoretische Unterbewertung reinlaufen. Das ist also, obwohl wir, was jetzt, wenn man auf Nasdaq guckt, man glauben könnte, dass die ganzen Aktien extrem teuer sind, sehen wir, dass es bei Facebook und Alphabet scheinbar nicht der Fall ist. Gucken wir uns mal Amazon an. Dann sehen wir natürlich auch erstmal hier die langfristige Erfolgsgeschichte, die wir bei den anderen beiden Aktien oder Unternehmen im Prinzip auch sehen. Und hier ist vielleicht interessant, also erstmal hier das starke Umsatzwachstum und dann aber auch die Margen hier. Operative Marge bei 2014 von 0,2%. Wenn ich die Nettomarge einblende, dann war die sogar negativ, minus 0,27%. Und das äußert sich dann hier. Wenn man das weg, dann sieht man vielleicht ein bisschen besser. Ja, man sieht es kaum. Aber wenn ich hier drauf gehe, sieht man es, dass der Gewinn pro Aktie auch negativ gewesen, minus 0,52%. Diese Margen hier, die bewegen sich quasi in der Welt des bilanzierten Gewinns, wenn man so will. Weil die werden anhand des Net-Incomes berechnet. Und das ist halt eine bilanzielle Größe. Das ist also keine Cashflow-Größe, wenn ich es so sagen darf, wie hier operative Cashflow. Und deshalb ist es halt so, wenn wir halt eine Nettomarge haben, die negativ ist, dann haben wir halt auch Verluste auszuweisen. Also bilanzielle Verluste und ein Gewinn pro Aktie halt auch negativ ist. Allgemein sind die Margen halt schon niedriger bei Amazon, weil wenn man nochmal an den Ursprung von Amazon eigentlich denkt und nicht an die wilden Geschichten, die sie da jetzt alle treiben, Stichworte Disruption, dann sind die halt Händler erstmal. Und ein Händler hat normalerweise traditionell niedrigere Margen oder relativ niedrige Margen, behaupte ich hier wenigstens. Es war aber auch nie das Ziel von Amazon hier hohe Margen zu haben. Aber Ziel von Amazon war im Prinzip ja den Umsatz zu steigern und dabei einfach der Beste und die Nummer 1 zu sein. Und das schaffen die ja so gut oder haben sie bisher so gut geschafft, dass das Wort Disruption mittlerweile jeder kennt, der sich halbwegs für Aktien interessiert. Weil sobald irgendwie das Gerücht aufkommt, dass Amazon jetzt irgendwo einsteigt, zum Beispiel ins Apothekengeschäft oder in den Lebensmitteleinzelhandel, dann ist hier erstmal große Panik angesagt bei denen, die jetzt quasi in der Fantasie jedenfalls schon aufgerollt werden. Und das zeigt halt schon psychologisch, wie erfolgreich Amazon ist. Und wenn man sich den Cashflow anguckt, den operativen Cashflow, also das Geld, was quasi in die Kasse kommt und direkt zuordnenbar ist dem Umsatz, der hier erzielt wird, dann sieht man ja auch, dass der enorm anzieht. Und gerade wenn man sich jetzt die letzten Jahre anguckt, dann sieht man, dass jetzt Amazon auch tatsächlich schon Gewinn macht. Und Amazon hat klassischerweise als Online-Händler ja seine Webseiten, mit denen sie Geld machen. Und haben sie natürlich nach wie vor. Aber die drängen auch zunehmend in die physische Welt, also in die Realität, wenn man so möchte, in das Greifbare ein. Die haben ja Whole Foods erworben. Die machen jetzt einen eigenen Zustellerdienst wahrscheinlich auch. Dann können sie natürlich noch schneller ausliefern. Sind also zunehmend aktiv tatsächlich draußen unterwegs, so dass wir auch was zum Anfassen haben. Und die haben auch, das hatte ich schon erwähnt, Amazon Web Services und sind da, streiten sich mit Microsoft, je nachdem, wie man es misst, sind sie die Nummer 1 oder die Nummer 2 und sind da sehr erfolgreich, verdienen da schon richtig Geld mit dem Cloud-Geschäft. Und möglicherweise steht im Raum, könnte es auch irgendwann mal aufgespalten werden, eine eigene börsennotierte Unternehmung werden. An der Stelle auch nochmal kurz Danke an hier alle Aktien, bevor ich das wieder vergesse. Da habe ich was nachgelesen zu Amazon. Und wer sich für Aktienanalysen interessiert und gerne auch so mehr qualitativ
ins Detail geht, weil hier geht es ja vor allem um die Zahlen. Und natürlich erzähle ich im Video ab und zu was, aber ich kann nicht so viel erzählen in dem Video für eine einzelne Analyse. Vor allem nicht, wenn ich mehrere Analysen in einem Video mache, als natürlich dann hier eine einzelne Analyse zum Beispiel auf alleaktien.de. Kann man sich mal angucken, gibt einen kostenlosen Probemonat, da kann man das Ganze mal testen. So, zurück zu Amazon. Wenn wir hier in die Voranalyse gehen, gucken wir mal, ob sie ein Problem haben mit dem Geld, weil die anderen haben ja viel höhere Margen. Also Facebook und Alphabet hat ja viel, viel höhere Margen als Amazon. Und gerade in 2014 zum Beispiel, wenn die ja schon Verlust machen, dann könnten die auch theoretisch ein Problem haben. Und blenden wir die Sachen hier erstmal aus. Haben sie ein Schuldenproblem? Ich würde sagen eher nicht. Also die Tilgungskraft ist immer positiv, weil die Tilgungskraft ist ja quasi die Cashflow-Welt und nicht die balancierte Welt. Und da kam halt immer genügend rein. Sogar in 2014 hatten die einen freien Cashflow von 2 Milliarden US-Dollar. Und Schulden hatten sie 44 Milliarden US-Dollar. Das heißt also, die könnten nicht mal so locker aus der Portokasse die Schulden tilgen, wenn sie wollten. Ich kann ja auch noch hier Cash und Cash-ähnliche Bestände einblenden. Da hatten sie in 2014, naja, immerhin 17,5 Milliarden Cash auf der hohen Kante. Also ich sage es auch jetzt mit anderen Worten, die haben auch kein Schuldenproblem bei Amazon. Die haben aber auch keine Rückkäufe. Diese ganzen Unternehmen, die wir jetzt beschäftigen, sind zwar amerikanische Unternehmen, aber die kaufen ihre Aktien nicht so zurück, wie viele andere das tun. Könnte man sagen, ja, die stecken ihr Geld halt lieber ins Wachstum, anstatt hier in Aktienrückkäufe. Und ich glaube, das stimmt auch. Gucken wir uns mal die Bewertung an von Amazon. Das kann man natürlich ja auch nur, die Bewertung kann man ja auch nur anhand des operativen Cashflows festmachen und nicht anhand des operativen, des Gewinns, des bilanzierten Gewinns. Und da kann man quasi das hier alles schon mal ausblenden. Und dann sieht man hier, ich tue mal ein bisschen reinzoomen, wie die KGV sind. Das aktuelle KCV, Entschuldigung, liegt bei knapp 25. Lag in der Vergangenheit schon leicht drüber. 25, hier knapp 27, ist jetzt wieder etwas zugegangen. Wir sehen aber, dass er ja ganz relativ stetig anziehen soll. Und das heißt, dann geht das KCV basierend auf dem heutigen Kurs natürlich in den Keller nach unten, was ja gut ist. Das heißt, dann wird die Aktie billiger. Und da wären wir jetzt schon hier bei 19. Das wäre schon deutlich günstiger. Also zu 2016, 2015 waren wir mal bei 19 oder ungefähr schon. Und dann wären wir hier bei 16, 2020, 2021 bei 14 oder 13,5. Und so günstig wäre dann die Aktie schon lange nicht mehr gewesen. Aber dafür müssen wir natürlich ein bisschen warten. Gucken wir uns mal an, wie die Aktie momentan bewertet ist. Und da sehen wir auch hier Amazon. Man würde es ja jetzt eigentlich nicht denken, wenn man sagt, hey, Amazon-Aktie kostet 1765 US-Dollar. Und dann sage ich, hey, das ist cool, ist ja unterbewertet. Das ist erstmal kontraintuitiv, aber die Bewertung hat natürlich nichts zu tun mit dem absoluten Aktienkurs. Das ist hoffentlich klar. Und gucken wir uns mal an. Momentan liegt der Kurs bei 17,65 und der faire Wert ist 16,45. Also ja, okay, leicht überbewertet noch, aber wirklich nur relativ leicht. Und jetzt ist das wäre der 30.06. und zum 31.12. noch mit Weihnachtsgeschäft und so weiter. Da würde dann der faire Wert bei 2.071 US-Dollar Pi mal Daumen liegen. Und dann hätten wir also schon eine Unterbewertung erreicht. Amazon ist also jetzt aus der Sicht zwar kein Schnäppchen, aber auch nicht besonders teuer. Und wie gesagt, das mag überraschen, wenn man sieht, dass wir ja immer noch, was den Nasdaq beispielsweise angeht, nahe der Höchststände sind, dass diese drei Aktien, gucken wir uns das Ganze nochmal hier an, die dividendenbasierten Kennzahlen, da herrscht natürlich gähnende Leere, aber ihr habt es ja so gewollt, ihr habt so abgestimmt mit zwei Drittel der Stimmen gut. Gucken wir uns mal nochmal hier an, wie der faire Wert aussieht, insbesondere der faire Wert basierend auf dem operativen Cashflow, hier ist sehr interessant. Und da sieht man eben nochmal, was ich gesagt habe, Facebook erscheint hier relativ günstig und die anderen, Amazon und Alphabet, die sind hier nur relativ leicht überbewertet. Und wenn wir dann in der Zeit voranschreiten, hätten wir da eine Unterbewertung tatsächlich. Hier die schuldenbasierten Kennzahlen, ist alles relativ unproblematisch.
Schuldenquote natürlich höher bei Amazon. Ich glaube, das haben wir vorhin auch gesehen. Aber wir haben auch gesehen, dass die kein Geldproblem hätten. Also bei Amazon ist eben nicht momentan der Fokus Nummer eins, so wie es doch eher bei Facebook vielleicht ist, die Leute schon zu melken direkt, sondern da ist das Motto eher, wir wollen noch sehr stark wachsen und möglichst dann eins auf die Nase hauen, die unsere Konkurrenten sein können, um die Nummer eins zu sein. So, dann würde ich doch mal die drei Aktien zur Abstimmung freigeben. Bin gespannt, wie die allgemeine Börsenlage so weiter ist. Auf jeden Fall, Leute, lasst euch nicht nervös machen wegen der Prozentbetrachtung hier. Das spielt aus meiner Sicht momentan keine Rolle. Geht eher hier auf diese Sicht und verinnerlicht euch diesen Chart. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.